So, willkommen zu einem neuen Video. Heute das Thema Stromberg. Stromberg. Warum Stromberg? Warum guckt man sich so einen Film an? Ich meine, Stromberg ist ein Arschloch. Er ist unmenschlich, unmoralisch. Aber die Leute lieben ihn. Die Leute sagen, dass sie dann eben dem Arbeitsstress entfliehen können und so. Dass sie quasi im Kino posttraumatische Erlebnisse verarbeiten können. Oder so Zeug. Manche finden einfach, dass es lustig ist. Ja. Und Christoph Maria Herbst selbst, der ja den Stromberg schon sehr gut spielt, der hat gesagt, man guckt sich den Film an, weil da gibt es viele Hupen. Ne? Also, oder hier. Ja. Dann habe ich mir gedacht, gehen wir da noch gleich mal rein. Ich muss sagen, für meinen Geschmack zu wenig Hupen. Nee. Spaß. Nee, also, das macht schon Spaß. Nee, wirklich. Also, jeder in dem Bums hat Spaß. In dem Bums oder in dem Kinosaal. Alle haben Spaß. Ja, es ist nämlich so, die Kapitolversicherung wird 50 Jahre alt und die haben eine Jubiläumsfeier geplant in Botzendorf. Alle zusammen, die gesamte Abteilung Schadensregulierung M bis Z fährt also nach Botzendorf, geführt von Bernd Stromberg eben. Und das sind alle wieder dabei, Ulf, gespielt von Oliver Vnuk, Tanja, gespielt von Diana Stähli, Jennifer von Milena 30 und Len Hoff und Ernie, also Berthold Heisterkamp eigentlich. War gut und neu ist allerdings, dass Marvin, der Pflegesohn von Tanja und Ulf, mit dabei ist und der sorgt schon für den einen oder anderen Spaß. Ja, man hört, ich bin schon sehr begeistert von dem Film gewesen. Und es liefern sich Stromberg und Ernie, liefern sich quasi einen Machtkampf, weil Ernie jetzt auch selbstbewusster geworden ist und auch eine Chefposition hat. Insgesamt, der Film ist auf drei Humorebenen sehr gut. Einmal eben Situationskomik, alles Mögliche. Von der Mimik bis zur Essensschlacht einfach. Running Gags gibt es ganz viele, vor allem zum Beispiel durch Marvin oder halt einfach wegen den Eigenschaften von den Figuren. Und die Parodie. Es ist im Prinzip eine Parodie aufs Leben, Parodie aufs Büroleben. Und es ist schon sehr gut gelungen. Es war schon ganz gut. Ja, also der Film war gut. Es war sehr interessant zu erfahren, wie der Kinofilm so ist, weil für die Leute, die die Serie kennen, die Staffeln, der Kinofilm ist anders, weil für einen Kinofilm sind ja andere Ansprüche als für eine Serie, das ist klar. Die Schauspieler haben das aber auch gut gemeistert. Der Regisseur, die ganze Zusammenarbeit von Regisseur Arne Feldhusen, Drehbuchautor Ralf Husmann, und den Schauspielern, insbesondere Christoph Maria Herbst, der auch gut performt hat, mit dem Song Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das gut, ja, kennen wir. Es sind Figuren aufgetreten, die früher auch eine große Rolle gespielt haben, dann so in den nächsten Staffeln 3, 4, 5 nicht mehr dabei waren und jetzt wieder dabei sind, zum Beispiel, dabei sind zum Beispiel der Kollege Turcolo oder die Frau Berkel, Tu Berkel, natürlich auch wieder Sabbel, ich nenne sie ja immer Sabbel. Was mir nicht so gefallen hat, ist, man hätte eigentlich viel mehr draus machen können. Das kann aber auch sein, dass für Stromberg den Film einfach 90 Minuten geplant war und wenn man mehr hätte draus machen sollen, hätten sie vielleicht mehr Zeit gebraucht. Aber es sind viele Sachen, die offen geblieben sind und man hat gemerkt, dass sie nicht absichtlich offen geblieben wurden, sondern einfach, weil eben zu wenig Zeit war oder weil zu wenig Ideen da waren. Das muss man kritisieren an dem Film. Den Herrn Becker,
den Chef eigentlich seit der zweiten Staffel hätte man wieder mit reinbringen können oder auch andere Chefs wie den Wehmeyer und sowas. Und es sind aber natürlich wieder die guten, unmoralischen und menschlichen Zitate von Stromberg. Zum Beispiel, die Frau ist ja nicht intelligent, nur weil sie scheiße aussieht. Hm. Das war's. Guter Film, reingehen, auch für Nicht-Stromberg-Fans, ganz wichtig. So, jetzt machen wir das Ganze mal weg.